Hallo liebe Zuschauer, es geht weiter mit Küche und Haushalt und der liebe Kollege Ralf steht neben mir, der hat mich hier eingeladen, denn du möchtest ein bisschen was über Haushalt wissen, richtig? Ja genau, du hast gesagt, du bringst mir hier tolle Produkte mit zum Saubermachen, zum Bügeln. Ich bügele ja auch selber, aber nicht so gern, aber hier wird es um einiges einfacher. Aber beginnen tun wir, glaube ich, hast du gesagt, mit ganz einfachem, schnellen Saubermachen. Richtig. Natürlich kommen wir alle um die Hausarbeit nicht rum, wir können sie uns aber ein bisschen erleichtern mit tollen Artikeln, liebe Zuschauer. Und ich habe meinen Lieblingsstaubsauger mitgebracht. Das ist ein Handstaubsauger, ein Zyklon-Handstaubsauger mit dieser tollen Zyklontechnik. Das heißt, du brauchst keinen Staubsaugerbeutel mehr. Also Beutel los, das heißt auch nicht immer wieder zukaufen, sondern wie kriege ich da den Staub wieder raus? Schau mal. Einmal drücken, einmal ab und dann über den Mülleimer und ausleeren. Okay. Also das ist der erste Vorteil. Der hat aber 500.000 Vorteile, lieber Ralf. Die zeige ich dir jetzt. Wir haben hier ganz, ganz viel Zubehör. Ein Handstaubsauger ist super praktisch zum Beispiel zum Auto aussaugen. Ne? Mhm, selbstverständlich, ja. Da haben wir ganz viel Zubehör dabei, wie zum Beispiel dieses praktische Rohr, das kennen Sie vielleicht. Das ist natürlich toll, wenn Sie im Auto dann an so unerreichbare Stellen kommen möchten. So zwischen den Sitzen und so, das kennen wir alle, da liegt wieder was und kriege ich fast nicht raus. Da kommen wir natürlich schön dazu. Ja. Genauso aber natürlich zu Hause. Zum Beispiel, wenn ein kleines Malheur passiert ist und Sie eine Couch haben, wo dann vielleicht so, wie jetzt hier zu sehen ist, so kleine Ritzen sind, dann ist es natürlich auch viel praktischer, wenn man so einen tollen Aufsatz und so einen Handstaubsauger hat, weil damit geht es natürlich viel einfacher. Ja, man ist manchmal überrascht, was in so Ritzen von der Couch alles drin ist. Ich habe da auch schon Geld gefunden, also überraschenderweise. Ja. Also auch das, aber hier, wenn ich regelmäßig einmal mit dieser Düse durchfahre, ist es eben sauber. Aber da sehen wir jetzt auch beim Bodenstaubsauger, jetzt sind wir bei einem anderen Gerät, oder? Nee, ist das gleiche Gerät, Ralf. Auch hier haben wir ganz, ganz viel Zubehör, eben um aus diesem Handstaubsauger einen Bodenstaubsauger zu machen. Und nochmal zu diesem Thema, was du gerade gesagt hast. Man findet mal wieder was in den Ritzen des Sofas. Wenn du das mit einem normalen Staubsauger machst, findest du das nicht. Wird es aufgesaugt und du siehst es nicht. Ja, hier siehst du nachher. Hier sieht man es. Also wenn auch mal sowas passiert, ist mir auch schon passiert, so aus Versehen was mit eingesaugt. Einen Schlüssel habe ich schon mal mit eingesaugt, so einen kleinen, unser Briefkastenschlüssel. Da musste ich nachher im Staubsaugerbeutel rumwühlen und gucken, wo der ist. Hier hat man eben diese praktische Funktion, dass A, sieht man es natürlich sofort, wenn man hier was einsaugt und B, wenn du es ausschüttest, kannst du eben dein Hab und Gut wieder retten, falls da was passiert ist. Du hast mich auf den Bodenstaubsauger angesprochen, auch eine ganz einfache Sache. Wie baue ich denn um? Du baust ganz einfach um. Hier den Aufsatz einfach wieder rausziehen. Und jetzt haben wir hier diese tollen Gestänge, die man eben auch aufeinander stecken kann. Und dann aus diesem kleinen Handstaubsauger. Muss ich aber gleich fragen, das ganze Zubehör ist mit dabei? Ist dabei. Also perfekt in diesem Preis, 37,91. Alles, was wir jetzt sehen, ist dabei, komplett außer dabei. Konfetti müssen Sie selber kaufen. Aber, schau mal, beide zusammengesteckt, hier reingesteckt, jetzt nur noch in die Bodendüse rein und dann kann es losgehen mit dem Staubsaugen. Und was ich auch ganz toll finde bei dem Handstaubsauger ist, dass es eben so super handlich und leicht ist. Der ist jetzt auch nicht schwer. Du hältst ihn jetzt ganz locker mit einer Hand. Aber wir sehen, hier ist ja auch noch ein Trageriemen dabei. Also wenn es hier doch zu schwer wird, kannst du das auch um die Schulter hängen. Genau. Also perfekt durchdacht und jetzt einfach den Boden saugen. Möchtest du mal ein bisschen Dreck machen für mich? Ja, komm, ich mach mal. Wo machen wir das hin? Mach gerne hier so vorne, dann sieht man das gut. Ja, komm, mach mal ein bisschen Dreck. Machen wir nach vorne. Das habe ich auch noch nie mitgekriegt, dass eine Frau zu mir sagt, mach mal ein bisschen Dreck. Normalerweise heißt es doch immer, mach nicht so viel Dreck. Aber jetzt sehe ich auch warum, weil das ist ja unglaublich effektiv. Sehr, sehr saugstark hier, auch als Bodenstaubsauger. Und siehst du auch meine Haltung, Ralf? Das ist genau wieder das, was natürlich der Vorteil eines Handstaubsaugers bietet. Du hast eine gerade Körperhaltung, du musst dich nicht bücken. Normalerweise hast du doch diesen großen Staubsauger, ne? Der steht dann auf dem Boden und dann musst du gucken, dass du den irgendwie mitziehst. Meistens musst du dann so runtergehen. Hier hast du eine aufrechte Haltung, weil du eigentlich überhaupt gar kein Gewicht hast. Das ist so kinderleicht und du kannst eben nicht nur den Handstaubsauger benutzen, sondern einen kompletten, vollständigen Staubsauger draus machen und auch mal den ganzen Boden saugen. So, und jetzt habe ich hier noch ein Teil, so eine Art Schwanenhals. Was mache ich damit? Wir sind noch nicht am Ende angekommen, liebe Zuschauer. 37,91 und so
viel Zubehör. Ich mache jetzt mal wieder unser Bodenstaubsauger raus. Und jetzt haben wir noch so einen tollen Schwanenhals. Und das ist ganz toll, um an alle Stellen zu kommen, die du normalerweise nicht erreichst. Also wenn es mal ein bisschen weiter weg ist. Richtig. Und jetzt kann ich da auch, kannst du auch wieder die das Düse drauf machen. Genau. Ah. Und dann kommst du eben gerade auch beim Auto super leicht in alle Ritzen, weil du hast diese Verlängerung und kommst natürlich dann überall hin, wo du möchtest, weil du diesen beweglichen Schwanenhals hast. Also denkbar einfach. Jetzt steht aber hier, guck mal, da steht noch was, da wollte ich dich noch drauf ansprechen, diese Blow-Air-Funktion. Ja. Was ist das? Immer noch nicht am Ende angekommen. Wir haben auch eine Blow-Air-Funktion, eine Blasfunktion. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie draußen im Garten Laub haben. So Laubbläser. So ein Laubbläser, das haben viele. Das ist eine ziemlich kostspielige Sache. Hier haben wir in unserem Handstaubsauger noch die Möglichkeit, ein Gebläse draus zu machen. Hier ist ein HEPA-Filter drin. Also, und hier kannst du jetzt eben genauso wieder den Aufsatz drauf machen. Oder darf ich? Gerne. Bitte schön. Genau. Und dann machen wir mal ein bisschen Dreck hier. Platz. Genau. Gucken wir mal, das ist jetzt das Laub oder Staub an unzugänglichen Stellen. Und jetzt, wow. Hoppla. Ja, da sieht man, was für eine Energie der hat. Der HEPA-Filter ist auch mit weg. Wahnsinn. Aber das ist natürlich klasse, jetzt gerade wenn es um Terrassen geht. Richtig. Jetzt Laub oder anderes mal in die Ecke und dort dann auffegen. Ja. Das ist natürlich prima. Aber man kennt das auch von so kleinen Staubmäusen, so hinter Schrankfüßen. Ja. Da kommst du ja mit dem Staubsauger auch nicht hin. Da puste ich es da gerade raus und saugst dann auf. Also wirklich perfekt. Wahnsinn, oder? Was dieser Handstaubsauger alles kann. Handstaubsauger ist eigentlich wirklich zu wenig gesagt. Denn Sie haben hier einen vollwertigen Staubsauger durch diese Bodendüse, durch das Gestänge, Schwanenhals, dieser Aufsatz, die Gebläsefunktion, ein praktischer Draggurt noch dabei, wenn Sie mal die 500 Quadratmeter saugen müssen. Vielleicht wird er dann irgendwann schwer, ich glaube aber nicht. Der ist so kinderleicht. Und jetzt haben wir natürlich das ganze Konfetti hier drin. Jetzt nehmen wir einfach wieder das Oberteil ab. Und da wir keinen Mülleimer haben, machen wir es einfach wieder ins Schälchen rein. Ist ja jetzt nur Konfetti, aber ansonsten selbstverständlich in Mülleimer. Ich würde sagen, ich hole mal unseren Filter wieder, den du gerade weggeweht hast. Dann können wir unseren Rechner, unseren Staubsauger wieder schön zusammenbauen. Und das geht ja auch in Minuten schneller. Hier haben wir jetzt den Deckel wieder. Das geht so super schnell, wirklich. Also es ist so ein toller Handstaubsauger. Ich bin so begeistert und ich kann ihn nur jedem empfehlen. Wenn Sie mal so kleinere Malheure haben oder vielleicht auch einfach eine kleinere Wohnung, dann ist das viel, viel praktischer, so einen Handstaubsauger immer zur Hand zu haben. Ja, jetzt sehe ich gerade im Moment vergriffen, aber er kommt bald wieder und greifen Sie jetzt schon zu. Da sieht man, wie beliebt der Handstaubsauger ist und deshalb jetzt schon vorbestellen, dann sind Sie bei der nächsten Lieferung mit dabei. Für gerade mal 37 Euro und ein paar Cent. Also da jetzt ganz schnell sein, weil die nächste Lieferung wird ja ganz sicher auch wieder ausverkauft sein. Oh, das glaube ich auch. Das ist ein absoluter Bestseller und es wundert mich überhaupt nicht. Ich bin super begeistert. Wir haben hier schon so viel gestaubsaugt mit diesem Handstaubsauger und der schafft wirklich jeden Dreck. Wir haben hier schon Sandkörner hingestreut, wir haben kleine Kerner hergestreut. Hier zum Beispiel die Maiskörner, die man jetzt auch gleich sieht. Eine ganz fantastische Sache. Ach, und hier auf Teppich. Auch gar kein Problem. Also ein super, super Handstaubsauger. Also ebene Böden kann ich besaugen, aber richtig, auch Teppich. Und dementsprechend ist ja oben auf der Düse, ist glaube ich die Einstellung. Genau. Da muss ich nur mit dem Fuß draufdrücken und dementsprechend den Kippschalter einschalten. Und wie schnell das umgebaut ist, das haben wir gerade gesehen. Auch zum Laubbläser. Das ganze Zubehör, was wir Ihnen gezeigt haben, ist im Preis mit drin. 37,91 €. Die Bestellnummer, die NX 5928 und die 569. Und dann kommt dieser wunderbare Handstaubsauger, übrigens mit einem extra langen Kabel von über 4 Metern, kommt zu Ihnen und dann kann Sie eigentlich so zwischendurch mal gar nichts mehr erschrecken. Oftmals ist man ja unterwegs und hat dann ein bisschen das Problem, ja, vielleicht gerade bei euch Damen, vielleicht noch ein bisschen mehr als bei uns Herren, dass man mal das ein oder andere Kleidungsstück aufbügeln muss. Ja, und da hast du uns jetzt was ganz, ganz Perfektes, was Sensationelles mitgebracht, nämlich so ein ganz kleines, handliches Reisebügeleisen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie ein so kleines, kompaktes Bügeleisen gesehen. Und vor der Sendung hast du mir erzählt, du hast vorhin noch damit gebügelt. Richtig. Und bist total begeistert. Ich bin super begeistert. Ich teste gerne auch ein bisschen die Produkte aus. Die werden natürlich alle professionell getestet, aber ich möchte einfach meine eigenen Erfahrungen machen. Und ich habe
habe dann gesehen, wir haben ein kleines Reisebügeleisen. Eigentlich etwas, nach dem ich schon immer gesucht habe. Denn gerade wenn man unterwegs ist, das geht den Herren so, das geht aber auch den Damen so und man trägt eine Bluse, hat die eine Reisetasche, hat die im Koffer, dann ist die verknittert. Jetzt. Ja, ja, auf jeden Fall, weil ein Zwischenbügel. Aber jetzt bin ich gerade total irritiert. Das ist ja nicht nur ein Bügeleisen, das ist ein Dampfbügeleisen. Richtig. Ich ziehe hier den Dampf und jetzt kannst du uns viel erzählen. Ich habe hier einfach mal ein Hemd und du bügelst mir das jetzt mal. Gerne. Ich habe übrigens meine Bluse heute Morgen auch mit diesem Reisebügeleisen gebügelt. Ich bin so begeistert von diesem Bügeleisen. Das Zubehör ist dabei? Klitzeklein, richtig. Wir haben einen tollen Beutel dabei, wo man es eben toll verpacken kann, verstauen kann. Und dann dieser praktische kleine Trichter, um dann das Wasser reinzufüllen. Denn wir haben hier ein Dampfbügeleisen. Möchtest du es mir ganz kurz heben? Ja, selbstverständlich halte ich das. Dann kann ich nämlich halten. Ich halte das gerne mal. Oh, ich mit meinem Heben und Halten, ne? Ich komme halt aus Baden-Württemberg. Was soll man dazu sagen? Halten. Ja. Halten. So, liebe Zuschauer, das ist ein super kleines, süßes, kompaktes Reisebügeleisen. Aber sowas von stark. Schau mal, siehst du das, wie viele Falten da drin sind? Ich gehe 2-3 Mal drüber, die sind draußen. Ich war so begeistert. Die erste Anwendung, ich habe gedacht, na ja, so ein kleines Bügeleisen, das kann ja jetzt nicht so stark sein. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein ganz, ganz tolles Reisebügeleisen und eben ein Dampfbügeleisen, liebe Zuschauer. Ja, man sieht es auch deutlich, wie es hier rausdampft. Und wer mal mit einem herkömmlichen oder mit einem Dampfbügeleisen den Unterschied selber festgestellt hat, weiß, dass das ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Also das eine ist einfach nur warm machen und mit Dampfbügeleisen, dann bügelt man richtig. Aber also die Größe, jetzt sind wir wieder auf Reise, jetzt sind wir im Urlaub, jetzt sind wir auf Geschäftsreise, jetzt sind wir beim Camping. Und überall da kannst du das natürlich perfekt benutzen und irgendwas zum Aufbügeln findet man immer. Auch hier haben wir jetzt natürlich eine Kundenmeinung und die möchten wir uns gerne mal anschauen. Als Teamleiter bin ich viel unterwegs und suchte nach einer guten Möglichkeit, meine Hemden auch in weniger gut ausgestatteten Hotels bügeln zu können, ohne gleich einen weiten Kofferraum mitnehmen zu müssen, einen weiteren Koffer mitnehmen zu müssen. Dieses kleine Bügeleisen ist dazu perfekt. Handtuch doppelt auf den Tisch, Hemd drauf, bügeln. Natürlich dauert es etwas länger, da die Bügelfläche kleiner ist. Auf Reisen ist es aber einfach perfekt. Mit Dampf, ich bin sehr zufrieden und das ist Degnitz aus Dorn-Dürkheim, der uns das geschrieben hat. Vielen Dank für diesen Hinweis. Da steht ja eigentlich schon alles drin. Ja. Klar, natürlich ist die Fläche etwas kleiner, aber dafür bin ich unglaublich mobil, richtig, also unglaublich flexibel. Ich kann es überall hin mitnehmen und wenn man jetzt schon das Ergebnis sieht, wie glatt alles ist an diesem Hemd, dann ist es sensationell. Schau mal, dieses, dass das Kabel immer so hinterherzieht, ne? Das ist nicht so angenehm. Ja. Schau mal. Jetzt kann man das einfach hier drum wickeln und dann hast du wieder das Kabel nicht im Weg. Noch also eine Zusatzfunktion. Eine Kleinigkeit, aber so Kleinigkeiten erleichtern das Leben. Und gerade so ein Handbügeleisen, liebe Zuschauer, für Reisen. Also ich habe danach wirklich lange gesucht, weil man möchte nicht das normale Bügeleisen von zu Hause in eine Reisetasche packen. Das nimmt wahnsinnig viel Platz weg, das ist schwer. Hier super klein, handlich und kompakt. Es ist ein Dampfbügeleisen, du musst aber nicht mit Dampf bügeln, du kannst auch trocken bügeln mit dem. Also perfekt für unterwegs, für zu Hause. Ja, da haben wir gleich noch einen anderen Vorschlag für Sie, aber für unterwegs, für den Urlaub, für Geschäftsreisen, ja, um einfach vielleicht auch mal das Sakko aufzubügeln, wenn man lange im Auto gesessen ist, da ist das wirklich perfekt. In 0, nix fertig. Der Preis 18,91 Euro mit der NC 5709 und der 569 kommt dieses kleine, kompakte Reisedampfbügeleisen zu Ihnen nach Hause. Tasche gleich dabei, also so einfach zu verstauen, Messbecher fürs Wasser auch noch und ja, das Ergebnis lässt sich ist fantastisch, absolut oder? Sehen. Das ist super, es ist klein und kompakt. Ich habe es jetzt auch aufgestellt, natürlich auch an das wurde gedacht, ne? Dass man es aufstellen kann, wenn man mal eine Pause machen möchte. Ich bin richtig begeistert, liebe Zuschauer. Ich werde definitiv eins mitnehmen für die Reisen, dass man mal zwischendurch wieder die Bluse frisch bügeln kann. Fantastische Sache. Können Sie auch, wenn Sie viel unterwegs sind, vielleicht auch nur Wochenendtrip und sich schon mal über die verknitterte Bluse oder das Hemd aufgeregt haben, dann ist das genau das Richtige. Jetzt gehen wir aber raus aus dem Urlaub. Jetzt gehen wir mal wirklich nach Hause. Jetzt gehen wir nach Hause. Und Hemden bügeln. Ich meine, ich spreche da aus Erfahrung. Ich bügel die ja meine Hemden selber. Ja. Also entweder ich bringe sie in die Reinigung oder ich bügel sie wirklich selber. Richtig. Und da, wenn man kein Dampfbügeleisen hat, ist man oft hoffnungslos verloren. Ich habe ein Dampfbügeleisen. Allerdings habe ich ein Problem, wenn ich da mal 3-4 Hemden
Toiletten hintereinander bügeln will, muss ich immer wieder Wasser nachfüllen. Ja. Aber jetzt haben wir eine professionelle Dampfbügelstation und mit der ist das absolut nicht notwendig. Ist es nicht. Willst du mir kurz helfen? Ich möchte einmal das Bügelbrett umdrehen. Ja, gerne, gerne. Drehen wir um. Ich halte mal. Dann kannst du auch gleich mal miterleben, wie praktisch das ist, dass das so leicht ist. Tisch und Dampfbügeleisen, gar kein Problem. So, jetzt würde ich sagen, stecken wir das klein einfach und kompakt, mal ein. Genau. Einfach einstecken. Und jetzt haben wir hier, liebe Zuschauer, eine wirklich professionelle Dampfbügelstation mit einem 1-Liter-Tank. Und die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Vielleicht haben Sie ein Dampfbügeleisen zu Hause, auch in der Größe. Und dann ist normalerweise hier der Wassertank drin. Na? Ja, richtig. Das ist da bei mir so. Ungefähr wie viel rein oben, bei dir? Ich weiß nicht, 200 Milliliter richtig. Oder so. Also wenn ich 2, 3 Hemden mache, komme ich an die Grenzen, dann ist es leer. Dann muss ich wieder auffüllen. Das haben wir hier jetzt eben nicht. Hier kann ich eben meine ganze Konsorte durchbügeln. Ich habe mich jetzt gerade eingeschaltet. Wie lange braucht das zum Aufheizen? 4 Minuten. Also. 4 Minuten, ganz, ganz schnell ist das heiß. Vielleicht kennen Sie das von Ihrem Dampfbügeleisen zu Hause. Das dauert eine Weile. Da fässt man dann gerne noch ein bisschen ans Bügeleisen, guckt in der Luft, denkt, wann wird das endlich heiß. Hier in 4 Minuten und eben mit einem 1-Liter Wassertank. Und da können Sie bügeln, was das Zeug hält. Was jetzt gleich auffällt, ist natürlich diese großzügige Ablagefläche. Ja. Normalerweise stellst du ja dein Bügeleisen irgendwann mal so richtig. Auf den Bügeltisch, ist immer im Weg. Hier haben wir extra diese Ablage und da kann es auch heiß werden. Da kann es heiß werden, ja. Das ist also hitzebeständig hier. Richtig. Also gut. Es ist eine fantastische Sache. Man hat mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Man hat 3 verschiedene Arten von Dampf. Also wenn man nur ein bisschen Dampf möchte, mittlerer Dampf und auch ganz starker Dampf. Mhm. Und es ist natürlich super hitzebeständig. Es ist, wir haben hier so einen Drehregler. Stufenlos kann man hier Baumwolle einstellen und ja, Seide ist, glaube ich, noch mit drauf und Synthetik. Richtig. Also dementsprechend, was für Material oder welche Wäsche ich bügle, dementsprechend einstellen. Hier hinten haben wir noch jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Genau. Da kann ich jetzt die Dampfstufen einstellen. Richtig, die Dampfstufen. Gut. Eigentlich selbsterklärend. Natürlich bekommen Sie auch eine tolle Bedienungsanleitung. Dazu ist aber wirklich selbsterklärend. Schau mal, es dampft schon. Siehst du das? Ja, ich sehe hier gerade, hier ist das Licht ausgegangen. Das heißt, jetzt müsste es schon richtig warm sein. Jetzt kann ich loslegen. Ja, das waren keine 4 Minuten. Also das, nee, war nicht mal 4 Minuten. Das geht doch noch schneller. So, hier habe ich schon gebügelt. Jetzt machen wir mal ein bisschen hier weiter. Das ist wirklich der absolute... Bügelst du oft? Warum? Ach, ich hätte es anders gemacht. Aber, wie hättest ist du okay. das gemacht? Nein, ganz einfach. Weißt du, guck mal, nee, einfach andersrum. Ja. Weil wenn du so rum machst, kommst du ja mit den Kanten hier, kommst du immer nur aufs Offene. Wenn du so rumlegst an das Ende des Tisches, guck mal, dann kannst du das so schön hinlegen. Also, so mach ich jetzt. Aber das ist ja, so hat es mir meine Mama beigebracht. So hat sie deine Mama beigebracht? Vor vielen, vielen Jahren. Siehst du, die Mama, die weiß, wie es geht. Und das ist das, was übrig ist. Und jetzt kannst du bügeln. Guck, jetzt kommst du nämlich hier rein. Oh, ich finde, der Ralf kann jetzt bügeln, Och, oder? Von mir aus. Mit einem Dampfbügeleisen bügele ich sehr, sehr gerne. Und dann fangen wir, glaube ich, an der Knopfleiste an. Du sagst mir, wenn ich irgendwas falsch mache. Nee, sieht gut aus. Bin begeistert. Und schauen wir mal, das geht ja so spielend leicht. Guck mal, das hast fliegt, du das richtig eingestellt? Schau mal, das fliegt geradezu drüber. Schau mal, du bist doch die Einstellung. Schau mal, wir haben eben hier Baumwolle, wir haben synthetische Stoffe. Was haben wir hier, haben Baumwolle? Genau, und dann also musst du es natürlich auf Baumwolle drehen. Okay. Und dann kann es losgehen. Dampf haben wir jetzt niedrigen Dampf eingestellt. Ja, mach mal mittleren, komm. Soll ich mal mittleren? Ja. Dann machen wir mittleren Dampf, weil dann geht es noch schneller. Ja, und wenn man jetzt sieht, also ich halte das jetzt extra mal nur mit 2 Fingern, das fliegt richtig drüber. Wahnsinn, ne? Wenn jetzt der Dampf noch kommt, dann fliegen auch die Falten von ganz alleine weg. Und das finde ich schön an so einer Dampfbügelstation. Also ich bin am Überlegen, weil ich immer mehr bügle und mit meinem Dampfbügeleisen eben das Wasser nachfüllen, da musst du auch eine kurze Pause machen, weil das Bügeleisen ja auch abkühlen muss. Ja. Und da ist es dann ganz einfach. Ja, und dann eben, was ich schön finde hier jetzt, die Ablage. Die Abstellung. So, kannst es hinstellen richtig. Und brauchst keine Angst haben, dass du irgendwelche Löcher irgendwo reinbrennst. Also ich finde diese Dampfbügelstation perfekt. Und du musst eben nicht ständig nachfüllen. Das ist ein riesen Vorteil. Sie kennen das bestimmt, liebe Zuschauer, wenn man immer wieder nachfüllen muss. Und das nimmt natürlich auch wieder Zeit weg. Jetzt hat man so einen Berg voll Wäsche und möchte nicht jede 10 Minuten wieder Wasser nachfüllen. Hier mit dieser Dampfbügelstation haben Sie einfach viel, viel Zeit gespart, denn
Sie können die ganze Zeit dabei bleiben. Machen Sie Pearl TV an und dann geht's los mit den Bügeln. Das ist fantastisch. Ja, und da haben wir auch eine Kundenstimme dazu. Richtig. Die schauen wir uns jetzt sehr, sehr gerne mal an. Tipptopp, die Bügelstation überzeugt im Preis-Leistungs-Verhältnis. Bis zu einem technischen K.O. hatte ich eine Bügelstation eines anderen namhaften Herstellers im Einsatz. Die neue Pearl-Bügelstation übertrifft deren Leistung. Günstiger, leichter, leiser, handlicher. Also das ist doch mal eine tolle, tolle Aussage für diese Dampfbügelstation. Und da sage ich mal Dankeschön nach Enstetten. Und die Alyssa T. hat uns das geschrieben. Und also ich finde es sensationell. Wenn du es jetzt gerade so in der Hand hast, ja, möchte ich dir hier noch was dazu sagen. Gerne, hier gerne. Haben wir nämlich einen Heizsohlentyp und das ist rostfreier Edelstahl. Und das ist extra Gleit. Sollst du das nicht anfassen? Ja, ist ja okay. Extra gleitfreudig natürlich. Blöd ist, wenn das Telefon klingelt beim Bügeln und du gehst ans... Nee, mach ich es nicht. Gehst ans Telefon, ja. Der Hausherr Ralf Jansen. Du, aber du wirst sagen, mit dem richtigen Werkzeug macht Bügeln auch Spaß. Ja, wenn du siehst, recht. Wenn du da auch Erfolg siehst. Also bei uns Männern geht es ja so, wir müssen was sehen, was man macht. Ja? Deshalb putzen wir auch nicht so gern die Badfliesen, weil da putzt du stundenlang, du siehst nichts. Kann ich dir einen Fensterputzroboter empfehlen für die Badfliesen? Das können wir auch machen, klar. Aber du siehst hier sofort das Ergebnis. Da ist eine Falte drin und jetzt, und dann ist es schön glatt. Also das ist sensationell mit einer Dampfbügelstation. Und auch die Presse hat sich natürlich positiv ausgelassen. Und das schauen wir mal, Testurteil. Gut, preiswertes System mit sehr kurzer Aufheizzeit, erschienen in Haus- und Gartentest. Also da wird gründlich getestet. Und die kurze Aufheizzeit, die haben wir jetzt schon gesehen. Ja. Und also es ist wirklich, es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Achtung, Finger weg, es wird heiß. Das macht, schau mal, das ist das Gleitfreudige, das ist der Wahnsinn. Könnt ihr das jetzt so gleiten lassen, wie so ein Whisky auf so einer Bartheke? Ich habe es ja vorhin gezeigt, gerade mal mit zwei Fingern so ein bisschen halten und drüber fahren, so tänzerisch. Wenn du jetzt Musik noch dazu hörst, kannst du ums Bügelbrett tanzen. Nee, aber es geht einfach so. Es geht einfach so unglaublich einfach mit dieser professionellen Dampfbügelstation. Und die Falten sind weg. Auch wenn, Wahnsinn! Ja, und das ist wirklich schön. Also mit einem Dampfbügeleisen brauchst du nicht mal die Hälfte der Zeit von einem normalen. Das stimmt. Früher, als es noch keine gab. Ich weiß noch, meine Mutter stand immer mit so einer Sprühflasche da. Oh ja, meine und dann Oma hast du wieder trocken so gebügelt. Stimmt. Das ging auch und dann noch Stärke rein und was weiß ich. Hier geht es alles viel einfacher. Mit der NC 4778 und der 569 kommt diese professionelle Bügelstation zu Ihnen. 94,91 Euro ist der TV-Sonderpreis, gültig nur bis 2 Stunden nach der Sendung. Das ist auch wieder ganz, ganz wichtig, dass Sie rechtzeitig anrufen. Nicht, dass Sie dann enttäuscht sind, plötzlich wieder ein anderer Preis gilt. Jetzt bügeln wir aber hier auf einem sehr, sehr luxuriösen Bügeltisch, also das Bügelbrett. Und da muss ich sagen, als du mir erzählt hast, was das kann, hat mich das sofort fast umgehauen. Das ist toll. Sag's unseren Zuschauern auch mal. Ich bin auch total begeistert von diesem Bügelbrett. Es sieht richtig schick aus, aber es hat wahnsinnig viele Funktionen, die man auf den ersten Blick gar nicht so wirklich mitbekommt. Denn wir haben hier eine Aufblas- und Ansaugfunktion. Ja, und jetzt muss ich... Kennst du das? Ich kenne es aus Reinigungen, aber da nur also mit der Aufblasversion. Die haben so einen Dummy, da wird ein Hemd zum Beispiel drauf gemacht und da wird es aufgeblasen. Richtig. Aber Ansaug, also das finde ich schon der Hammer. Könntest du die mal anmachen? Gerne. Hier hinten dran ist ein Knöpfchen, das eben die Ansaug- oder die Aufblasfunktion hat. Jetzt machen wir mal die Ansaugfunktion an. So, und dann spürst du... Wie du angesaugt wirst. Das, also nicht, du nicht so, sondern dann das Hemd. Mein Hemd. Richtig. Und jetzt kennen wir das. Ich lege es irgendwo hin und dann ist ja hier die Schwere und dann rutscht es so langsam runter. Richtig. Und das passiert, hier kann ich sogar ziehen, das passiert hier nicht. Es liegt sicher drauf, angesaugt. Und das finde ich schon mal sensationell. Jetzt brauche ich nicht mal mehr das Hemd festheben. Jetzt habe ich noch eine Hand frei. Jetzt könnte ich nebenher noch Kuchen backen. Ja. Also das wäre möglich. Also das ist ja sensationell. Wir bügeln mit 2 Fingern hier. Und mit einer Schau mal, Hand. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen störend, oder? Ja, aber da haben wir, sehe ich gerade... Richtig. Das ist auch eine richtig tolle Hilfe. Bei jedem Bügeleisen einfach hier das Kabel durchlegen. Und der ist natürlich elastisch. Der geht mit Ihnen, also, wenn Sie nach vorne gehen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist jetzt mal, muss ich sagen, eine perfekte Kombination. Oder? Also unsere Dampfbügelstation mit diesem Bügeltisch. Und jetzt möchte ich doch mal die Aufpustfunktion noch sehen. Also das Gebläse. Ich hoffe, das sehen wir jetzt hier gut deutlich. Ich lege es hier mal drüber. Jetzt mach mal das Gebläse an. Puste.
it. Und jetzt sehen wir, wie es das leicht eben... Wenn richtig, schau mal, hier kommt leicht, leicht feucht noch machst, ist hier richtig. Ganz leichter drüber. Und schauen wir mal, ob das da auch geht. Und dann haftet es eben nicht. Und ach, das ist ja sensationell. Toll, das ist oder? Wie so, wie wenn du über Eis gleitest. Sehen jetzt Sie das? Durch dieses leichte Luftpolster. Hier kommt es also, hoch. So macht Bügeln noch mehr Spaß. Oder? Also ich kannte das, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kannte das nicht. Du hast recht, in der Reinigung gibt es das, das sind klar Profis, aber im Hausgebrauch diese Aufblasfunktion oder Ansaugfunktion kannte ich nicht und ich bin hochauf begeistert. Sehen Sie, wie das hier hochkommt? Also ich muss sagen, da könnte ich stundenlang bügeln, wenn das so einfach geht. Und ja, eben mit dem Dampfbügeleisen hier natürlich noch mehr, noch schneller. Und da bist du auch in 0, nichts fertig. Und ich habe es ja vorhin gesagt, wir Männer sind ergebnisorientiert. Richtig. Wir möchten einfach, dass es schnell geht und auch etwas sehen, wenn wir was machen. Und hier ist das absolut der Fall. Natürlich auch wahnsinnig leicht zum Zusammenklappen. Und dann haben wir sogar noch unten dran kleine Rollen, dass du es eben auch dann ganz toll... Und irgendwo nach hinten schieben. Wie sieht es aus mit der Höhe? Verstellbar natürlich, höhenverstellbar. Also 78 bis 91 Zentimeter. Also für jeden, jeden Größentyp das Richtige. Dann falte ich es einfach ein bisschen mehr oder verstell halt die Höhe. Also das ist ja eine perfekte Kombination. Ich sitze wahnsinnig gerne vor dem Fernseher, wenn ich bügel. Und dann setze ich mich aufs Sofa, mache das Bügelbrett wirklich so weit runter, dass es in einer angenehmen Höhe ist und bügel dann im Sitzen während dem Fernsehschauen. Wenn eine spannende Situation kommt, lässt du nicht das Bügeleisen auf dem Hemd stehen? Nee. Oder auf der Bluse? Nicht? Also gut. Aber ja, das kann jeder machen, wie er will. Musik hören dabei oder Fernsehen schauen. Und mit diesen, glaube ich, mit diesen Bügeltischen, wir sehen das hier auch mit Wahnsinn, der Bläsefunktion, ich finde es sensationell, ist das natürlich noch mal einfacher. Und das ist ja so schön, dass wir heutzutage so viele schöne Helfer haben, die das Leben einfacher machen. Oh, hier ja, unser Dampfbügeleisenstation und das jetzt perfekt mit diesem, ich sage jetzt mal wirklich, Luxus-Bügeltisch anblasen oder aufblasen, ansaugen. Das erleichtert das Bügeln und sorgt hier für wirklich wunderbar glatte Hemden, Blusen, ja, egal welche Wäscheart Sie bügeln möchten. Also da hast du, jetzt hast du mir so einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt. Oder? Also ich glaube, das ist meine nächste Investition. Also ich finde das auch eine geniale Investition, denn das Bügeln macht nicht so viel Spaß und man möchte, dass es schnell von der Hand geht. Mit unserer wahnsinnig tollen Dampfbügelstation geht das Bügeln richtig schnell. Und wenn man dann noch so einen Tisch hat, der einem das so erleichtert, mit diesem Aufblasen, sehen Sie das hier, wie das hochkommt, mit dem Ansaugen, das mit dem Höhenverstellbaren, mit dem Kabel, hier keine Stolperfallen mehr. Kennst du das auch? Ja. Wenn man überall das Kabel dann hat, das Stromkabel oder das Bügeleisenkabel, hier haben Sie zwei Möglichkeiten, die Kabel einzuhängen und keine Stolperfallen mehr. Ja, wir haben vorhin was gesehen, was also bei mir, wenn ich daheim bügle, oft passiert, das möchte ich dir mal zeigen, einfach wenn ich drüber fahre, dass dieses Kabel hier hinterher richtig. Und das wieder aufstreifen. Richtig. Das hast du jetzt hier nicht, weil du nach oben mit dem Kabel weggehst. Drüber. Und dann hast du eben die Freiheit, aber auch die Flexibilität, um überall hinzukommen. Also das ist sensationell. Also viel einfacher geht Bügeln wirklich nicht. Da kannst du das einzige Einfache ist noch, du bringst es zu jemand und der bügelt für dich. Das ist aber wesentlich kostspieliger wie unser Aktivbügeltisch. Ja. Der ist nämlich richtig günstig, 161,41 Euro. Und die unverbindliche Preisempfehlung, schauen Sie da mal genau hin, 399,90. Und das ist so eine handelsübliche Preisgestaltung, wie Sie jetzt in irgendeinem Haushaltswarengeschäft vorfinden werden. Und dann ist das natürlich ein unglaubliches Schnäppchen. Ja, sehen Sie, Ralf hat gar nicht mehr aufzubügeln. Nö. Das ist super. Wenn man eben die richtigen Materialien hat, dann geht das natürlich auch super schnell, super einfach. Und mit diesem Tisch haben Sie nicht nur einen riesigen Helfer beim Bügeln, sondern auch ein richtiges Highlight in Ihrer Wohnung. Ich finde den wunderschön. Ja. Der Bezug hier ist natürlich auch abnehmbar und waschbar, liebe Zuschauer. Sie können es ganz einfach zusammenklappen. Können wir auch gerne mal zeigen, wenn du möchtest, Ralf. Ja, und gerne. Da müssen wir hier gerade mal unser Hemd, das kann ich jetzt auch langsam mal wieder hinhängen. Und dann haben wir eben auch noch diese fantastische Möglichkeit, dass wegzuschieben, weil da unten eben sogar noch Rollen sind. Also eine ganz, ganz fantastische Sache. Wir machen jetzt mal diese Gebläsefunktion noch mal aus. Und dann können wir es auch ausstecken. Und dann können wir es mal zusammenfalten einfach. Ja, gerne. Also ausstecken, hast du gesagt. Dann ziehen wir jetzt mal den Stecker. Richtig. So, und jetzt? Und jetzt kippen wir das Ganze. Op, op, op. Ist auch sehr handlich und leicht. Und dann wird das einfach zusammengelegt. Zack. Und dann kann man es
Willst du mir mal das kurz halten? Ja, gerne, gerne. So, zusammengelegt. Und dann kann man das eben heben. Und auch nicht hier größer unten, als ein normales Bügelbrett. Und hier unten sind die praktischen Rollen. Schau mal, hier sind die Rollen. Und die Stange kann man natürlich auch abdrehen, ne? Gar kein Problem. Dann können Sie die abdrehen und die auch dazu machen. Und dann passt es eben wieder hinter jeden Schrank, hinter jede Tür. Und dieses Geschleppe von dem Bügeltisch, Ralf, das ist natürlich auch eine Sache, wenn man zu Hause alleine ist. Die ist nicht schön, gerade bei den Frauen. Da freuen wir uns, wenn wir da Hilfe haben. Brauchen wir bei diesem Bügeltisch nicht. Und hier ist es ganz, ganz einfach. Also für 161,41 € bekommen Sie diesen wunderbaren, ja, multifunktionalen Bügeltisch. Die Bestellnummer ist die NC 57 95. Jetzt haben wir es. Und die 569 und dann das Bügeln. Ja, zur ganz, ganz einfachen Tätigkeit zu Hause. Ich hoffe, Sie haben das Richtige gefunden. Dampfbügelstation und der Bügeltisch, für mich die perfekte Kombination.